Mein Name ist Christian Vorländer und ich kämpfe für eine rüstige Lady, die einen Giftanschlag auf ihren viel jüngeren Lover verübt haben soll. Weißt du eigentlich, dass du mich sehr glücklich machst? Es ist schrecklich. Unser Pfleger Kevin Berger wurde bewusstlos im Zimmer ihrer Großmutter gefunden. Sie wollte Oma ins Gefängnis bringen. Für einen Mordanschlag, den sie nicht begangen hat. Es ist weg. Es ist alles weg. Das ganze Geld meiner Oma wurde geklaut. Jetzt hör mal gut zu, Clara. Misch dich nicht in Sachen ein, die dich nichts angehen. Das kitzelt. Weißt du eigentlich, dass du mich sehr glücklich machst? Schön. Geht's mir genauso wie dir? Hier, du Romantiker, damit du trotzdem nicht Namen naschen musst. Die magst du doch so gerne, oder? Und wie, die liebe ich. Aber ich würde viel lieber an dir weiterknabbern. Ja. Paula, wir ziehen das jetzt durch. Diesmal gibt's keine Ausreden. Wir brauchen die Vollmachten für Mutters Konten. Das siehst du doch genauso wie ich, oder? Ja, natürlich, das ist doch keine Frage. Unsere Mutter leidet an Demenz und wir müssen so schnell wie möglich an die Vollmachten für die Konten. Wenn nicht, ziehen wir das gerichtlich durch, okay? Was soll dieses Gesicht? Wir brauchen Omas Geld. Auch in deinem Interesse. Schließlich machst du deine Ausbildung bei mir in der Apotheke und daran läuft es gerade alles andere zu rosig. Ja, redet euch die Sache nur schön. Ich bin's unter aller Sau, was ihr mit Oma abziehen wollt. Was heißt ihr abziehen wollt? Wir sorgen uns um deine Großmutter und wollen sie vor schlimmeren Fehlern bewahren. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich spinne. Oma! Macht dieser Typ sich an unsere Mutter ran? Ich fass es nicht. Das kostet dich den Job. Was glaubst du, wer du bist? Das ist meine Wohnung und meine Entscheidung, wen ich hier wann und wie zu Gast habe. Da hast du dich nicht einzumischen. Mutter, deine Entscheidung? Sag mal, bist du noch ganz bei Trost, dich mit diesem Toyboy einzulassen? Kevin ist kein Toyboy, er ist mein Pfleger. Und wie ihr gerade sehen konntet, auch mein Freund. Erst was? Mutter, seh dir den Typ mal genauer an, der ist nicht mal halb so alt wie du. Als ob er es ernst mit dir meinen würde. Der ist doch nur scharf auf dein Geld. Ach, in dir etwa nicht, oder warum seid ihr hier? Kevin kümmert sich im Gegensatz zu euch wenigstens um mich. Was tut ihr denn? Gar nichts. Und jetzt raus. Mutter, es reicht. Wir wollten es wirklich im Guten versuchen. Aber mit dir ist ja offenbar überhaupt nicht zu reden. Wir lassen dich jetzt unter Betreuung stellen, das war's. Du lässt die Finger von meiner Mutter, ansonsten kannst du was erleben. Darauf kannst du dich verlassen. Läuft bei dir. Haben wir heute Morgen miteinander telefoniert? Ja, genau. Ich wusste nicht mehr weiter. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Ja, gerne. Kein Problem. Sie haben ja schon am Telefon einiges gesagt. Also, es geht um die Tatsache, dass Ihre Großmutter einen neuen Freund hat, der sehr viel jünger ist als Sie. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, meine Mutter und mein Onkel, die möchten jetzt die rechtlichen Betreuer für meine Großmutter werden. Und die möchten das jetzt auch gerichtlich veranlassen. Sie haben nämlich die Angst, dass Omas Betreuer, also ihr neuer Freund, nur hinter dem Geld her ist. Er ist erst 32 oder sowas. Naja, die Sorge ist ja nicht ganz unberechtigt. Es ist ja eher ungewöhnlich, wenn ein junger Mann sich für eine Frau im Alter ihrer Großmutter interessiert. Also da liegt der Gedanke schon nahe. Ja, aber nicht mal meiner Großmutter. Die ist geistig noch topfit, außer vielleicht bis auf ihre leichte Demenz. Aber sie weiß, was sie tut. Und für meine Mutter und meinen Onkel ist es ein gefundenes Fressen. Sie glauben, Ihre Mutter und Ihr Onkel haben nur auf einen Anlass gewartet, Ihre Großmutter unter Betreuung zu stellen? Ja, meine Mutter hat das selber gesagt, als wir letztens in der Apotheke von meinem Onkel gearbeitet haben. Omas Geld kann dir doch egal sein, wenn du nicht ständig über deine Verhältnisse leben würdest. Du bist nun mal nicht mal mit Papa verheiratet. Du bist nicht mehr die reiche Arztfrau. Aber das checkst du ja nicht.
Dein Vater hat mich bei der Scheidung über den Tisch gezogen. Und jetzt versucht es deine kranke Großmutter. Dabei steht Mario und mir das Geld zu. Das ist unser Erbe. Und deswegen werden wir nicht tatenlos zusehen, wie sie es noch zu ihren Lebzeiten verprasst. Und warum nicht? Es kann euch ja wohl egal sein, was Oma mit ihrem Geld macht. Und selbst wenn sie es im Kamin verbrennen würde. Oh nein. Dein Onkel und ich werden deine Großmutter unter rechtliche Betreuung stellen. Und dann haben wir endlich die Vollmachten für die Konten. Und dann ist Schluss mit diesem Theater. Und dann kümmern wir uns auch noch um diesen schrecklichen Pfleger. Dann ist Ihre Sorge also nicht unberechtigt. Aber ja, eine Sorge möchte ich Ihnen nehmen. Wenn Ihre Großmutter wirklich so fit ist, wie Sie das jetzt gerade darstellen, dann können Ihre Mutter und Ihr Onkel zwar einen Antrag beim Betreuungsgericht stellen, aber damit werden Sie niemals durchkommen. Wenn doch? Das werde ich zu verhindern wissen. Vorausgesetzt, Ihre Großmutter ist überhaupt damit einverstanden, dass ich ihr in dieser Sache helfe. Also ich treffe mich jetzt nachher mit ihr. Wenn Sie noch Zeit haben und mich begleiten wollen, dann können wir die Sache vielleicht mit ihr gemeinsam klären. Sehr gerne. Schaut doch ganz schön aus. Wirklich eine schöne Seniorenresidenz. Ja, ist nett. Da vorne ist ihr Zimmer. Dann lass uns da gleich mal hingehen. Können wir machen. Hallo? Polizei, Spurensicherung? Entschuldigung, was ist denn los? Warum ist denn die Polizei da? Es ist schrecklich. Unser Pfleger Kevin Berger wurde bewusstlos im Zimmer ihrer Großmutter gefunden. Anscheinend wurde er vergiftet. Die Polizei untersucht gerade die Wohnung. Was ist es mit Oma? Geht's dir gut? Ihrer Großmutter geht's gut, sie hat nur einen leichten Schock. Ausgerechnet so ein toller Kollege wie Kevin, der hat sich immer so rührend um die Bewohner gekümmert. Klapper, bitte, ich möchte dich zu meiner Großmutter. Wir können später reden, okay? Wo ist sie? Ihre Großmutter ist in ihrem Zimmer. Okay. Tja, Jungs, dann war ich mal vor euch. Da der nächste Kaffee geht auf euch. Oma, alles okay? Geht's dir gut? Hallo, Herr Kommissar. Ich war gerade auf dem Weg zu Frau Volkmann. Was ist denn genau passiert? So wie es aussieht, wurde der Pfleger vergiftet und offensichtlich mit diesem Kuchen hier. Allerdings genaueres wird erst die toxikologische Untersuchung zeigen. Sein Zustand allerdings ist sehr kritisch. Das mit dem Kuchen kann nicht sein. Das ist der Kuchen meiner Mutter. Den backt sie immer, zu jeder Gelegenheit. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Hallo, Frau Volkmann. Ihre Enkeltochter hat mich kontaktiert, weil sie sich Sorgen um Sie macht. Es tut mir wirklich sehr leid, was da passiert ist. Und ich habe auch schon gehört, wie wichtig Ihnen dieser junge Mann ist. Kevin hat hier schon lange als Pfleger gearbeitet. Und vor 3 Monaten hat er mir plötzlich seine Gefühle gestanden. Und seitdem haben wir so viele schöne Stunden zusammen verbracht. Er darf einfach nicht sterben. Frau Volkmann, Sie behaupten also, eine Beziehung zu dem Opfer gehabt zu haben. Frau Volkmann, kann es sein, dass Sie sich diese Beziehung nur erträumt haben? Ich meine, immerhin, Herr Berger war ein sehr beliebter und ein herzlicher Pfleger hier im Heim, nicht wahr? Und vielleicht hat er Ihre Liebe verschmäht und dann haben Sie ihn vergiftet. Hm? Keine Antwort? Also gut, dann würde ich Sie bitten, mich mit aufs Revier zu begleiten. Gegen Sie liegt nämlich ein dringender Tatverdacht vor. Was denn für ein Tatverdacht? Ich war den ganzen Morgen gar nicht hier. Ich war bei Hilde Eisenberger, einer Heimbewohnerin. Hm. Außerdem liebe ich Kevin. Warum sollte ich ihn vergiften? Ich sehe auch überhaupt keinen Grund, an der Darstellung von der Frau Volkmann zu zweifeln. Frau Volkmann, ich gehe doch mal davon aus, dass ich Sie ab sofort vertrete. Und im Übrigen sehe ich das so, dass dieser Giftanschlag offenkundig der Frau Volkmann selbst gegolten hat und Kevin Berger eher ein zufälliges Opfer war. Es ist schön, dass Sie das so sehen, aber ich gehe nur mal jeder Möglichkeit nach. Selbst wenn Sie das so sehen, dass dieser Giftanschlag Kevin Berger gegolten hat, dann würde ich mal an Ihrer Stelle schleunigst dessen Wohnung durchsuchen. Und zwar auf Hinweise nach möglichen Tätern. Vielen Dank für den Tipp. Aber genau das haben wir schon veranlasst. Und jetzt wäre es schön, wenn Ihre Mandantin mich mit aufs Revier begleiten würde. Frau Volkmann, bitte. Also, dass sich dieser Fall plötzlich so dramatisch entwickelt, damit hat wohl keiner gerechnet. Sollte es sich wirklich um einen Giftanschlag gehandelt haben, stellt sich die Frage, gegen wen der gerichtet war. Wollte der Täter wirklich, dass der Pfleger Kevin Berger von dem vergifteten Kuchen isst? Oder hatte er es auf die alte Frau Volkmann abgesehen? Immerhin kommt der Kuchen von ihrer Tochter und war für sie bestimmt. Es gilt jetzt zu erfahren, ob der Kuchen als Ganzes vergiftet war oder nur das Stück, was der Herr Berger zu sich genommen hat. Denn das ließe ziemlich sicher darauf schließen, gegen wen der Giftanschlag gerichtet war.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber glauben Sie mir, was meine Beziehung zu Kevin angeht, habe ich mir keine Illusionen gemacht. Trotzdem hatten wir viel Spaß zusammen. Wir waren glücklich miteinander. Es hat einfach gepasst. Und hat es dieser Kevin Berger genauso gesehen oder hat er Ihnen eine Abfuhr erteilt und ja, Sie haben sich einfach gerecht? Herr Kommissar, warum fällt es Ihnen so schwer zu glauben, dass eine Frau in meinem Alter einem jungen Mann auch etwas zu bieten hat? Kevin und ich haben viel gemeinsam, trotz des Altersunterschieds. Und noch ist ja gar nicht klar, ob dieser Kuchen überhaupt vergiftet ist. Und selbst wenn, wer sagt uns eigentlich, dass dieser Anschlag, wenn es überhaupt ein Anschlag war, Kevin Berger gegolten hat? Nach meiner Überzeugung war der Kuchen für Frau Volkmann bestimmt. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Frau Volkmann, haben Sie eine Idee, wer ein Motiv für diese Tat haben könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht meine geldgierigen Kinder. Die wollten mich schon lange unter Betreuung stellen lassen. Und Kevin war ihnen auch ein Dorn im Auge, weil sie um ihr Erbe Angst hatten. Wenn dieser Kuchen tatsächlich vergiftet ist, dann hatte doch jeder, der Zugang zu dem Kuchen hatte, die Möglichkeit, diesen auch zu vergiften. Wie ist der Kuchen eigentlich in Ihr Zimmer gekommen? Das weiß ich nicht. Als ich Kevin gefunden habe, das stand auf dem Tisch. Dem Armen muss seine Nascherei zum Verhängnis geworden sein. Er konnte Süßem noch nie widerstehen. Und genau das wussten Sie. Sie haben die Kuchen in Ihrem Zimmer platziert, haben Kevin Berger in Ihr Zimmer gelockt und er hat davon genascht. Ja. Oder was soll Kevin Berger alleine im Zimmer machen? Kevin hat sich öfter in meinem Zimmer zurückgezogen, wenn es im Aufenthaltsraum mit seinen Kollegen zu trubelig war. Es gibt doch sogar eine Zeugin. Frau Volkmann war den ganzen Morgen bei einer anderen Heimbewohnerin. Richtig, bei Hilde. Sie können sie gerne fragen. Kann ich dann jetzt nach Hause? Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Im Moment. Aber ich denke, wir sollten erst mal abwarten, bis das Opfer ansprechbar ist. Und auch den toxikologischen Bericht sollten wir abwarten. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, den Kindern Bescheid zu geben, damit jemand da ist, der sich um sie kümmert. Ja? Sie haben was? Das geht meine Kinder überhaupt nichts an. Ich bin eine erwachsene Frau. Mich muss doch niemand mehr an die Hand nehmen. Frau Volkmann, jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Der Kommissar meint es bestimmt nur gut mit Ihnen. Ja, und außerdem wartet Frau Volkmanns Enkelin bereits draußen. Sie kümmert sich um sie. Hallo Oma, geht's dir gut? Kann mir mal jemand bitte erklären, was das hier schon wieder für eine Geschichte ist? Tu doch nicht so scheinheilig. Wahrscheinlich stecken sogar du und Paula dahinter. Ihr habt Kemi doch vergiftet. Was erzählst du da für einen Blödsinn? Ich habe den ganzen Tag in der Apotheke gearbeitet, bis ich diesen netten Anruf von der Polizei bekommen habe, dass du auf der Wache verhört wirst. Und dass dein Pfleger halbtot in deiner Wohnung gefunden worden ist. Also es wird wirklich höchste Zeit, dass Paula und ich als deine Betreuer bestellt werden. Hier, nimm das jetzt zur Beruhigung. Los, da. Nimm dir jetzt. Herr Volkmann. Mein Name ist Vorländer. Ich bin übrigens der Anwalt Ihrer Mutter. Der Grund, warum sie so aufgebracht ist, ist der, dass Ihr Freund Kevin Berger höchstwahrscheinlich mit einem Kuchen, den Ihre Schwester gebacken hat, vergiftet wurde. Hat sich meine Mutter diesen Schwachsinn ausgedacht? Also wenn jemand diesen Typen vergiftet hat, dann doch wohl eher sie selbst. Bist du endlich dahinter gekommen, dass dieser Abzocker von Pfleger nur auf dein Geld aus war? Wer hier auf mein Geld aus ist, das ist die Frage. Bin ich froh, dass ich meine Konten aufgelöst habe und das Geld versteckt. Da kommen du und Paula nicht mehr ran. Auch nicht nach meinem Tod. Was? Aber ich kann ja nur hoffen, dass das für dich nicht wahr ist. Denn das zeigt nur, in welchem krankhaften geistigen Zustand du dich befindest. Du sollst dich mal reden hören. Ich schäme mich wirklich in Grund und Boden für dich und Mama. Vorsicht, Fräulein, wie du mit mir redest. Noch machst du deine Ausbildung bei mir in der Apotheke, klar? Ja, ist doch wahr. Euch geht's nur ums Geld. Dafür wollt ihr Oma sogar als krankhaft dastehen lassen. Du bist doch echt gleich wie Mama. Kein Wunder, dass Papa sie verlassen hat. Jetzt sind mal alle ruhig. Herr Volkmann, lassen Sie es gut sein. Die Stimmung ist jetzt derart aufgeheizt. Und Ihre Mutter hat dieser Vorfall derart zugesetzt. Da ist jedes weitere Wort zu viel. Apropos Paula, wo ist denn meine liebe Tochter überhaupt? Euch gibt es doch sonst nur im Doppelpack. Plagt sie etwa auch das Schlechte gewesen? Ach, komm, komm, Mutter, fahr nach Hause. Paula ist in der Apotheke und hält dort die Stellung. Ich kann ja schließlich den Laden nicht dicht machen, nur weil du Stress mit der Polizei hast. Mann, 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 Mann. Danke, Herr Vorländer, dass Sie mir zur Seite stehen. Das mache ich doch sehr gerne.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Tschüss. Oma, mein Auto steht hier. Um ehrlich zu sein, mache ich mir ernsthafte Sorgen um meine Mandantin. Denn im Gegensatz zu Kommissar Schröder befürchte ich, dass das Gift im Kuchen für Frau Volkmann bestimmt war. Und das würde bedeuten, dass sie sich nach wie vor in Gefahr befindet. Um meine Theorie zu bekräftigen, muss ich allerdings jetzt erstmal den toxikologischen Befund vom Kuchen abwarten. Außerdem werde ich mal den Kindern von Renate Volkmann näher auf den Zahn fühlen. Denn die scheinen ja zu allem bereit zu sein, um vorzeitig an ihr Erbe zu kommen. Um meine Mandantin zu schützen, sollte außerdem die Heimleitung ein besonderes Auge darauf haben, was in nächster Zeit da im Seniorenstift für sie abgegeben wird. Es ist weg. Es ist alles weg. Es war hier im Schrank. Irgendjemand war hier und hat mich bestohlen. Oma, da ist nichts. Wie oft willst du denn noch nachsehen? Und was meinst du mit alles? Wie viel hattest du denn im Schrank versteckt? Na, alles. Alles, was ich besessen habe. Diese Diebe. Deshalb hat mich die Polizei aufs Revier bestellt. Damit sie in aller Seelenruhe mein Geld stehlen können. Du hast nicht ernsthaft deine gesamte Kohle in diesem Schrank versteckt. Ich dreh durch. Ich muss Christian Vorländer anrufen. Herr Vorländer? Hallo, Clara Brink hier. Gut, dass ich Sie erreiche. Das ganze Geld meiner Oma wurde geklaut. Entschuldigung, ich möchte eigentlich zu Frau Volkmann. Ich suche ihr Zimmer und ich dachte, ich schaff's alleine, aber jetzt habe ich mich doch ein bisschen verirrt. Können Sie mir sagen, wie ich da lang gehen muss, Frau Lampe, Stefanie Lampe. Wir haben uns heute Mittag schon mal gesehen. Sie sind der Anwalt von Frau Volkmann, stimmt's? Stimmt. Mein Name ist Christian Vorländer. Mm. Ist das Ingwer? Ja, richtig. Frisches Ingwerwasser. Sie haben aber eine gute Nase. Interessieren Sie sich etwa auch für Ayurveda? Ach, nicht unbedingt. Was hat denn das damit zu tun? Also in der ayurvedischen Medizin heißt es, Ingwer würde gegen Kopfschmerzen und Migräne helfen. Und überhaupt bin ich eine große Verfechterin der ayurvedischen Ernährung. Mhm. Aber kommen Sie, ich bringe Sie schnell zu Frau Volkmann. Danke, das ist sehr freundlich. Ich folge Ihnen unauffällig. Da geht's lang. Herein. Hallo. Hallo. Frau Volkmann, was machen Sie denn da für Sachen? Ich habe nichts gemacht. Mein Geld ist weg. Das hat der Herr von der Polizei fein eingefädelt. Mich aufs Revier bestellen, damit seine Kollegen mein Vermögen klauen können. Also ich glaube, da tun Sie den Kollegen von der Spurensicherung und der Polizei ein bisschen Unrecht. Können Sie denn noch ungefähr sagen, wann genau Ihr Geld abhanden gekommen ist? Nein, vor ein paar Tagen war es noch da. Aber dann waren es meine Kinder, die kriegen ja den Hals nicht voll. Als ich meinem Sohn die Apotheke überschrieben habe, die ich mit meinem Mann aufgebaut habe, da ging es ihm auch nicht schnell genug. Und jetzt das. 182.354 Euro. Einfach futsch. 180.000 Euro? So viel Geld? Bewahren Sie einfach in Ihrem Schrank auf? Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen? Weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Mario und Paula, die haben mich so bedrängt wegen dem Geld. Die wollten mich ja schon unter Betreuung stellen lassen. Wer wusste denn davon, dass Sie Ihr Geld im Schrank aufbewahren? Niemand. Sollte ja sicher sein. Darf ich mal einen Blick in Ihren Schrank werfen? Aber ja, bitte. Frau Volkmann, was sind denn das für Tabletten, die da lose in Ihrem Schrank rumliegen? Ach, junger Mann. In meinem Alter muss man so viel Tabletten nehmen, ich weiß es nicht. Darf ich die Tabletten behalten? Die können Sie von mir aus im Klo runterspülen. Hier werden einem sowieso viel zu viele Medikamente verabreicht. Und könnte ich mit Ihnen noch mal kurz draußen sprechen? Ja klar, ich will nur sicher gehen, dass ich Oma alleine lassen kann. Okay. Ja klar, ich warte draußen. Frau Volkmann, Wiedersehen, ich melde mich bei Ihnen. Ne? Wiedersehen, Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich. Die zwei Tabletten aus Frau Volkmanns Schrank machen mich jetzt schon ein bisschen stutzig. Auch, dass sie nicht weiß, was das für Tabletten sind. Die lagen ja nicht irgendwo auf dem Boden, wo sie rein zufällig hätten hinfallen können, sondern die waren im Schrank. Und im Schrank bewahrt Frau Volkmann ja offenkundig nur Dinge auf, die ihr besonders wertvoll erscheinen. Zum Beispiel ihr ganzes Geld. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da mehr dahinter steckt. Ich werde deshalb die Tabletten auf ihren Inhalt untersuchen lassen. Das verschwundene Geld ihrer Großmutter.
müssen wir dringend der Polizei melden. Leider hat ja die Durchsuchung der Wohnung von Kevin Berger keine brauchbaren Hinweise ergeben. Aber sagen Sie mal, trauen Sie das Ihrer Mutter und Ihrem Onkel wirklich zu? Onkel Mario, was macht der schon wieder hier? Ich habe echt keine Lust auf den. Es ist ja offensichtlich wirklich nicht gut, auf Ihren Onkel zu sprechen. Er geht rein, besucht Ihre Großmutter. Okay, er ist drin. Oh Mann. Ist ja echt anstrengend mit Ihrem Onkel, ne? Was ist bei dem los? Ein heißer Reifen. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Hey, der geht zum Auto Ihres Onkels. Was macht der denn? Der schlägt die Scheibe ein. Hey, Moment mal! Stehen bleiben! Hier schaut's ja aus. Ach du Scheiße. Zeit zu zahlen. Da scheint Ihr Onkel größere Probleme zu haben als gedacht. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt. Es erinnert mich an einen Fall mit einem illegalen Glücksspielbetreiber, der mit genau den gleichen Methoden und übrigens mit genau dem gleichen Spruch das Geld säumiger Kunden eintreibt. Onkel Mario, ein Glücksspiel. Aber ja. Er hat in letzter Zeit total viele Sachen verkauft. Das Auto hat er nicht lang. Davor hatte er eine dicke Limousine am Start. Und seine Uhr und den Flachbildschirm. Alles verkauft. Was macht ihr denn schon wieder hier? Deine Großmutter hat den Bogen nun endgültig überspannt. Sie weigert sich, mit mir zu reden. Sie haben übrigens Post. Zeit zu zahlen. Na, die sind lustig. Die haben sich im Wagen geirrt. Und schlagen mir die Fensterscheibe ein. So ein Mist! Sind Sie sicher, dass es sich um eine Verwechslung handelt? Oder kann es vielleicht sein, dass Sie gelegentlich gerne Glücksspiele spielen? Wie kommen Sie darauf? Ich habe noch gesagt, es ist eine Verwechslung. Trotzdem, ich bringe den Wagen besser zur Polizei zur Anzeige. Wir sehen uns. Wiedersehen. Tja. Typisch. Meine Mutter. Ich soll sie in der Apotheke ablösen. Sie muss irgendwo hin. Da habe ich ja an meinem freien Tag richtig Lust drauf. Jetzt machen Sie das mal. Dafür kümmere ich mich um das Kennzeichen. Und ich versuche herauszufinden, mit welcher Substanz der Herr Berger vergiftet wurde. Wenn er denn überhaupt vergiftet wurde. Bisher haben wir ja noch gar keine Ergebnisse. Alles klar. Tschüss. Machen Sie es gut. Ja, ciao.